Dann übergebe ich das Wort dem Martin, bitte. Ja, danke. Um mich kurz vorzustellen, mein Name ist Martin Zuger. Ich bin beim Funke politisch aktiv seit 2003 und vorher in der sozialistischen Jugend seit ca. 2000 und bin somit in meiner Funktion als Referent über Schwarz-Blau in gewissem Maße Zeitzeuge. Trotzdem habe ich bewusst dieses Referat nicht auf meiner persönlichen Erfahrung basiert, weil ja, das der erste Fehler wäre, den ein Historiker machen würde in dieser Situation. Wir können aber solche Dinge gerne auch später besprechen, insbesondere halt wie die sozialistische Jugend oder wie der Funke in den verschiedenen Phasen der politischen Auseinandersetzung agiert hat und was er sich dabei gedacht hat und was für Fehler und was für Erfolge dabei eingefahren worden sind. Das ist sicher auch sehr lehrreich, aber insbesondere soll es in diesem Referat zuerst einmal oder in dem Input von mir um die politische Entwicklung Österreichs in der Nachkriegszeit gehen, die halt irgendwie so erklärt, wieso, wie es zur Schwarz-Blau 1 kam und wie das gesehen worden ist. Dann ein bisschen über die Proteste gegen Schwarz-Blau, und zwar in zwei Phasen. Das erste ist bei der Angelobung selber und das zweite dann die größte Streikwelle der österreichischen Nachkriegsgeschichte mit vorgeplänkelt 2002 und dann 2003. Und dann noch ein kurzer Ausblick, was Schwarz-Blau heute macht. Genau. Und außerdem habe ich mir gedacht, ich mache mal eine bildgeleitete Präsentation und fange mit diesem Bild an. Wenn man über die österreichische Nachkriegsgesellschaft spricht, dann ist das irgendwie zwangsweise die Sozialpartnerschaft, die besprochen werden muss. Und das mache ich auch deswegen, weil sie ja eigentlich für Leute, die in den letzten Jahren politisiert worden ist, nicht mehr so der Begriff ist. Man muss sich das wirklich vorstellen. Die Sozialpartnerschaft bedeutet, dass die organisierte Arbeiterbewegung in die Wirtschaftspolitik des Landes eingebunden wird, und zwar massiv, dass alles konsensual funktioniert, dass halt die Idee ist, dass die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes am besten dann funktioniert, wenn die organisierte Arbeiterbewegung plus die Interessensvertretungen der Industriellen gemeinsam die Politik bestimmen. Funktioniert hat das so. Also begonnen in den 50er Jahren mit den Lohnpreisabkommen, wo halt für tausende Grundnahrungsmittel halt die Preise festgelegt worden sind. Und später dann ab 1957 die sogenannte Paritätische Kommission für Preis- und Lohnfragen, in denen vertreten war die Bundesregierung, die Arbeiterkammer, der Gewerkschaftsbund, die Wirtschaftskammer und die Landwirtschaftskammer plus Spitzenbeamten. Stimmberechtigt waren aber nur die Interessensvertretungen, also Arbeiterkammer, ÖGB, Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer. Dieses Gremium hatte eigentlich keine Verankerung in der Verfassung. Das war ein informelles Gremium, die aber trotzdem mehr oder weniger alles entschieden haben. Und das nach dem Konsensprinzip funktioniert hat. Gewisse Frage, bis wann, glaubt ihr, hat es die gegeben, diese Paritätische Kommission? Also wann hat sie, es gibt sie immer noch, sie ist wahrscheinlich unbedeutend, aber bis wann hat sie Preise reguliert? Richtig, ja. 1994 waren die letzten Entscheidungen der Paritätischen Kommission für Preis- und Lohnfragen und es wurden halt noch wahnsinnig viele Preise in dieser Kommission reguliert. Hier sehen wir übrigens eine Sitzung in den 70er Jahren. Ich glaube, man erkennt hier Bruno Kreisky. Ja. Aber diese Sozialpartnerschaft hatte eine wesentliche Stütze und das war die verstaatlichte Industrie. Hier im Bild das Stahlwerk in Donauwitz. Man muss das so verstehen, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich wahnsinnig viele herrenlose Betriebe gegeben hat. Und zwar herrenlos deswegen, weil die ursprünglichen Eigentümer in Nürnberg gesessen sind, bei dem Kriegsverbrechertribunal oder aus irgendwelchen anderen Gründen die Eigentümerschaft über ihre Betriebe nicht mehr ausüben konnten oder auch die
die Betriebe, die vormaligen staatlichen die Betriebe, die das Deutsche Reich arisiert hatte oder die verstaatlicht waren. Und die verstaatliche Industrie umfasste ein Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung, darunter die drei größten Banken, den kompletten Kohle- und Erzbergbau, den kompletten Stahlsektor, der Großteil der Schwerindustrie. Das heißt im Wesentlichen genug, um eine Planwirtschaft so auszugestalten, dass die Privatindustrie halt irgendwie keinen nennenswerten Einfluss in der Wirtschaft hat. Und das ist auch so passiert. Die verstaatlichte Industrie wurde gezielt genutzt, um halt den Privatsektor aufzubauen, indem die verstaatlichte Industrie unter den Weltmarktpreisen Zwischenprodukte an die Privatindustrie geliefert hat. Darüber hinaus war halt nicht nur in dieser verstaatlichten Industrie war die Gewerkschaft wahnsinnig mächtig. Das heißt, viele von den herrenlosen Betrieben sind von der Belegschaft eigenständig wieder aufgemacht worden, und also von diesen 10.000 herrenlosen Betrieben sind 2.000 wieder in Produktion gegangen unter Eigenregie der Betriebsräte, die auch internationale Warenzulieferungen organisiert haben, eigenen Polizeidienst, eigene Gefängnisse betrieben haben, also wirklich arge Dinge der ursprünglichen Arbeiter macht in dieser verstaatlichten Industrie, natürlich extrem hoher Organisierungsgrad in der Gewerkschaft. Und darüber hinaus kann man sagen, dass die Kapitalisten relativ schwach waren, dass Österreich ziemlich abhängig war von den Geldern des Marshallplans, also des europäischen Wiederaufbauprojekts, und dass halt die Herausforderung des Wiederaufbaus, dass es nicht funktioniert hätte, wenn es privat finanziert werden hätte müssen. Das heißt, es gab diese Quersubvention. Und das hat ziemlich gut funktioniert, diese verstaatlichte Industrie, aber mit den Stahlkrisen in den 70er Jahren und mit der Ölkrise sind diese staatlichen Betriebe sind die ins Defizit gekommen und haben dann Verluste gemacht, so wurde dann politisch ausgeschlachtet. Was man auch sagen kann, ist, die Politik der Sozialdemokratie wurde von der Gewerkschaft dominiert, und zwar nicht zuletzt finanziell. Es war bis in die Zweite Republik extrem lange so, dass das von der sozialdemokratischen Landschaft die Gewerkschaftsfraktion, die GFSG, hatte das Geld, finanzierte der Sozialdemokratie jeden Wahlkampf. Das lag zum einen daran, dass sie restituiert worden sind für das Vermögen, das ihnen die Nazis enteignet haben, und dass sie auch von der CIA wahrscheinlich Gelder bekommen haben, wie im Übrigen auch die sozialistische Jugend, die halt sehr darauf bedacht waren, Arbeiterorganisationen in Österreich zu finanzieren, die halt antikommunistisch waren, was für die Gewerkschaft ja für die Gewerkschaft hier gegolten hat. Also insbesondere die Bauholz-Gewerkschaft, die sich in mehreren Ereignissen, wie zum Beispiel im Oktoberstreik, als staatstragend präsentiert hat und sehr massiv gegen eigenständige Regungen der Betriebsräte oder gegen irgendwas, was sie als kommunistisch genannt, was kommunistisch gerochen hätte, vorgegangen sind. Im Wesentlichen kann man sagen, dass diese Dominanz der FSG bis in die 2000er Jahre hineingereicht hat. Und ich würde behaupten, dass sie schwächer geworden ist. Es hat unter dem Gusenbauer hat es Ende der 2000er Jahre, also 2006, 2007, 2008, diese Debatte gegeben, ob Gewerkschaften überhaupt im Nationalrat sein dürfen, ob das nicht eine illegitime Doppelfunktion ist, und was in dieser Frage auch wahnsinnig entscheidend ist, ist die Verdreifachung oder Vervierfachung der Bundesparteiförderung seit dem Jahr 2000, wo halt die Parteien halt die Bundespartei sich finanziell unabhängig gemacht hat von den Teilorganisationen. Wie schaut es mit der Sozialdemokratie selber aus, deren politische Rolle ist, oder deren Wesen, deren politische Legitimität ist Garant des Sozialstaats, des Hoheitsstaats. Gemeint damit sind all jene Errungenschaften, die die Arbeiterbewegung entweder als Nebenprodukt von Revolutionen gewonnen hat, speziell nach dem Ersten Weltkrieg oder nach, wenn man sich die Geschichte der Rechte, Grundrechte in Österreich anschaut, waren es auch sehr viele andere Revolutionen, oder
die bestimmten Phasen der historischen Entwicklung Österreichs durch die Kapitalisten selber gewährt worden sind. Also insbesondere trifft das auf die Kreisky-Ära zu, wo man sagen kann, dass auch die Kapitalisten von sehr vielen Punkten des sozialdemokratischen Fortschrittsprogramms wie der Eröffnung der Universitäten, der Gleichstellung der Frauen profitiert haben, weil das halt in der Entwicklung der Wirtschaft halt auch den Bedürfnissen der Industrie genügt hat und halt die ÖVP zu diesem Zeit ein heillos zerstrittener konservativer Sauhaufen war. Was halt unter anderem auch den Kreisky ermöglicht hat, da eine Politik zu fahren, wo er halt den Lebensstandard der Menschen, sehr viele Menschen massiv verbessert hat. Möglich war das natürlich hauptsächlich wegen des Nachkriegsbooms, das heißt Vernichtung von Kapital nach dem Zweiten Weltkrieg, Wiederaufbau, massive Investitionen, eine Neuordnung der Wirtschaft, die halt, man kann sagen, in den 50er, 60er und 70er Jahren wahnsinnig große Wachstumsraten überall ermöglicht hat. Und die Sozialdemokratie war halt das Instrument der Massen, um ihren Lebensstandard auszubauen oder zu verteidigen. Und der Ansatz der Sozialdemokratie war halt, das irgendwie zu liefern, aber immer auch im sozialpartnerschaftlichen Sinn, in Zusammenarbeit mit den Industriellen, mit den Kapitalisten und zum vermeintlichen beiderseitigen Wohl aller. Dieser Nachkriegsboom ist aber ab den 70er Jahren zum Ende gekommen. Man kann dann verschiedene historische Epochen, kann man so sagen, das Ende des Keynesianismus, das Ende des Bretton Woods-Abkommens und so, das fällt zusammen. Grund war halt, dass die keynesianistische Wirtschaftspolitik nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, die staatlichen Investitionsprogramme haben nicht mehr das Wachstum gefördert, sondern nur noch zu einem Anstieg der Inflation geführt. Deswegen dann halt diese Programme halt zurückgefahren werden mussten. Die Defizite der Regierungen mussten zurückgefahren werden, weil sie halt nicht mehr im erhofften Ausmaß zu Wirtschaftswachstum geführt haben. Man kann sagen, dass das in der ökonomischen Theorie der Siegeszug des Monetarismus war, politisch ausgedrückt von Thatcher und Reagan. Reagan in den 90er Jahren erreicht diese Strömung dann Österreich, mit unter anderem auch diesen zwei Menschen verbunden, SPÖ-Vorsitzender Franz Stronitzky, Banker und Viktor Klima, Manager, die so ein bisschen der Ausdruck des ein bisschen, ich sage es nur, weil sie natürlich keine anderen Typen sind. Das Blairismus in Österreich war also die Idee, die Sozialdemokratie müsse in die Mitte gehen, ist keine Arbeiterbewegung mehr, man macht jetzt keine Interessenspolitik mehr, sondern nur noch Vernunftpolitik und Partei der Mitte, ihr kennt das ja alles. Die verstaatlichte Industrie wurde in einer Holding zusammengefasst, sie wurde, wurde ausgegliedert aus den Ministerien. Das heißt, früher war es tatsächlich so, dass die Ministerien die ihnen zugeordnete Industrie direkt verwaltet haben. Sie sind dann in eine Aktiengesellschaft verwandelt worden. Das heißt, ihnen wurde dann aufgetragen, halt irgendwie privatwirtschaftlich zu agieren. Ist interessant, weil das genau der Streitpunkt ist, um den es jetzt in Frankreich bei der Eisenbahn geht. Die wollen die Eisenbahn auch zu einer Aktiengesellschaft machen. Und und ab 87 war halt dann so der Plan, das über die Börse zu privatisieren. Und in den 90er Jahren beginnen halt dann die rot-schwarzen Regierungen im Zuge dieses Scheiterns des Keynesianismus halt Sparpakete zu beschließen, und das hat halt dann die sozialdemokratischen Kernschichten antagonisiert und damit verbunden kann man den Aufstieg der FPÖ verorten, die sich halt hauptsächlich dadurch profiliert haben, dass sie die Große Koalition kritisiert haben, dass sie die Sozialpartnerschaft kritisiert haben, dass sie irgendwie so Anti-Establishment waren, Anti-Korruption, das war extrem wichtig. Und dass sie Anti-Ausländer waren.
Und das ist jetzt, ihr seht hier ein paar Plakate vom jungen Haider, der dieses Phänomen in den 80er und 90er Jahren ausdrückt. Stopp der Überfremdung war ein Volksbegehren, das die FPÖ 1992 lanciert hat, wo sie unter anderem gefordert haben, dass bis zum Zeitpunkt, wo bis die Arbeitslosigkeit wieder unter 5% ist, dürfen keine Ausländer ins Land. Das war der ärgste der Punkte. Andere Punkte waren sowas wie, dass Ausländer, wenn sie arbeiten wollen, einen Ausweis mittragen müssen, auf dem die Anmeldung zur Krankenkasse nachgewiesen wird, oder irgendwie solche Punkte, wo man sich heute denkt, was tagtäglich in den Zeitungen diskutiert wird, ist tausendmal Ärger. Aber damals haben solche Dinge, solche Forderungen massiv für Empörung gesorgt, und zwar durch die Bank. Sowas war in Europa unbekannt. Also dass Parteien des dritten Lagers, des Rechtspopulismus, dass das Massenkräfte waren, das gab es eigentlich kaum irgendwo. Das waren so vereinzelte Einzelkämpfer, wie der Haider oder der Le Pen in Frankreich, auch der Alter, die da halt definitiv am Rand des politischen Spektrums gestanden sind und von allen auch so erachtet worden sind. Und unter diesen Voraussetzungen fand dann die Nationalratswahl 1999 statt, also am Ende dieser Entwicklung. Ihr seht hier von den 80er Jahren bis 99, also bis 80 kann man sagen, ist das politische Spektrum in Österreich wahnsinnig stabil. Zwei Großparteien, ÖVP und SPÖ, die immer gemeinsam oder ab und zu alleine regieren. Und eine Partei des dritten Lagers, die am Anfang auch halt die ganzen Altnazis hat, die dann halt irgendwann politisch, die halt im Laufe der Zeit weniger politisches Gewicht haben. Und die kommunistische Partei, die ist eigentlich nur ziemlich kurz an Relevanz hat, aber im Grunde genommen ist sie stabil, und ab 80, also tritt hier ein anderes Phänomen ein, die Farbe fehlt im Innen, die SPÖ-ÖVP-Koalition und die FPÖ hat halt einen ziemlich linearen Aufstieg, und 1999 sind wir halt an dem Punkt, wo es nicht mehr zwei, sondern drei Großparteien gibt, und die ÖVP hat halt das Sparen komplett für sich erkannt. Dorn im Auge sind ja natürlich die verstaatlichte Industrie, die immer noch nicht privatisiert ist, wahnsinnig viel soziale Errungenschaften, das Pensionssystem viel zu gut, bla bla, das muss alles angepasst werden. Damit im Zusammenhang der EU-Beitritt 1995, die Maastricht-Kriterien, diese Maastricht-Pakte, die es seit 1992 gab und die Österreich auch seit 1994 verpflichtet haben, das Budgetdefizit zu reduzieren. Ja, und da hat halt die ÖVP in den Koalitionsverhandlungen Dinge gefordert, die das SPÖ-Verhandlerteam grundsätzlich auch eingesehen haben, wie zum Beispiel, dass man die Pensionen kürzen muss und dass das alles viel zu arg ist. Aber einen Verhandler hat es gegeben, der im Winter, also im Frühling 2000, also nicht Nein gesagt hat. Wisst ihr, wer das ist? Wer das war? Hieß er hier? Links, der Rudolf Nürnberger, FSG-Vorsitzender, der den restlichen Sozialdemokraten klipp und klar gesagt hat: Ich meine, sorry, ihr unterschreibt vielleicht diesen Koalitionspakt nach Rücksprache mit meinen Gewerkschaftskollegen. Gewerkschaftsgenossen, mache ich das nicht. Und dann sind die Verhandlungen geplatzt, und dann geschah halt was in Österreich in der politischen Kultur ein absolutes Novum war. Es hat dann nämlich der Wolfgang Schüssel, Vorsitzender der ÖVP, der hier abgebildet ist, ohne offiziellen Sanktus vom Bundespräsident Koalitionsverhandlungen geführt. Er hat dann
den Bundespräsident darüber informiert, dass er eine Regierungsmehrheit hat, gemeinsam mit der FPÖ, was auch der arge Skandal war, dass er selber Kanzler wird, dass der Vorsitzende der FPÖ nicht der Regierung angehören wird, weil er gewusst hat, dass der Bundespräsident den nie und nimmer akzeptiert hat. Und ja, also diese Regierung, die hatte ein paar Probleme, ziemlich am Anfang. Unter anderem deswegen, weil der Schüssel vor der Wahl angekündigt hat, dass er, wenn er Dritter wird, dass er in Opposition geht, was er geworden ist. Dass die kleinere der Regierungsparteien den Kanzler stellt, war auch irgendwie ungewöhnlich. Ja, also da hat er halt definitiv Wort gebrochen und er hat vor allem die FPÖ in die Regierung geholt, was halt der totale Aufschrei in ganz Europa war. Und der Bundespräsident Glästil, hier in der Mitte abgebildet, ÖVPler, hat bei der Angelobung eine demonstrative Trauermine aufgesetzt. Und es war halt irgendwie voll, also alle zu dieser Zeit haben halt gemerkt, das ist halt voll arg, was da jetzt passiert. Dass halt sogar ein ÖVPler sich denkt, na, das kann nicht sein, dass jetzt irgendwas passiert. Aber er hat es halt irgendwie trotzdem gemacht, er hat sogar zwei Minister abgelehnt, den Habers und den Prinz waren, weil die zu arge Rassisten waren. Und keine Ahnung, sogar die Kronenzeitung hat sowas getitelt wie: Jetzt helfen nur noch Neuwahlen. Ja, also, das geht halt irgendwie nicht. Was halt auch passiert ist, dass die Regierungen der Europäischen Union beschlossen haben, die bilateralen Kontakte mit der österreichischen Regierung auf ein Minimum zu beschränken, weil es die Idee eines gesellschaftlichen salonfähigen Rechtspopulismus oder rechtsradikalen Populismus, was man wirklich sagen muss, weil es das in Europa nicht gegeben hat. Und bei der Angelobung der Regierung, ihr werdet es wahrscheinlich wissen, am Heldenpreis am 24. Februar 2000 waren sicher eine der größten Demonstrationen, die es in Österreich je gegeben hat. 150.000 Leute am Heldenplatz. Ich weiß nicht, die letzten wirklich, wirklich arg großen Demos, an die ich mich erinnere, waren der Höhepunkt Audimax 60.000, die größte von den Flüchtlingsdemos waren auch ca. 60.000, ca. zweieinhalbmal so viel waren dort. Und zwar so viele, dass die Regierung im Tunnel zur Angelobung gehen musste, also sie konnten die Hofburg nicht betreten. Und diese Protestbewegung hat halt der Regierung vom ersten Tag an Widerstand angekündigt. Organisiert wurde das Ganze mitunter von den roten Vorfeldorganisationen, hier im Bild der VSSDÖ, ebenso die Sozialistische Jugend, die die halt in dieser Bewegung sich quasi überall eine neue Verankerung schaffen konnte und es dann auch in allen Bundesländern und dann auch in der Bundes-SEÖ zu einer Ablöse von den unpolitischen Leuten gekommen ist, also ein linkes Bündnis, wo der Funke auch ein integraler Bestandteil war. Ja, und die Sozialistische Jugend gefühlt wurde von Leuten, die halt irgendwie gedacht haben, so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man die gegenwärtige Lage in Österreich nicht mehr hinnehmen kann und seinen Teil dafür beitragen muss, dass diese argen Dinge, die da passieren, dass man das möglichst schnell wieder abdreht. Und was haben die Gewerkschaften gemacht? Die waren nicht so auf Zack. Die haben gesagt, ja, wir sind halt in der Paritätischen Kommission, werden wir das irgendwie schon ausdiskutieren. Die haben das irgendwie nicht überrissen, dass das jetzt totale Trendwende passiert. Die haben gesagt, sie sind der Regierung gegenüber mal neutral, sie schauen sich das an, die wesentlichen Dinge besprechen wir ohnehin mit den Vertretern der Arbeitgeber in der Paritätischen Kommission, wo es das Konsensprinzip gibt, das heißt, es wird schon alles nicht so arg werden. Das war irgendwie so ihre Position. Aber das hat halt nicht gespielt. Also vielleicht nachher, wenn wir Zeit haben, können wir uns noch anschauen, was in diesem Video ist. So, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell gegangen. Was hat die Regierung gemacht? Sie hat einmal mit ein bisschen einer Herumprallerei begonnen. Das war auch irgendwie
relativ günstig für die Protestbewegung und relativ ungünstig für die Regierung. So auf die Art, ja, endlich haben wir das geschafft, jahrzehntelanger Stillstand, schwarze Schubenpolitik ist vorbei und endlich geht das weiter und jetzt geht es den Feindbildern, die wir so haben, den fetten Gewerkschaftsbonzen, den Eisenbahnern, den Föstacklern, die mit 50 in die Pension gehen, jetzt wirst du so ordentlich an den Kragen gehen und jetzt werdet ihr alle sehen, niemand kann sich mehr an der sozialen Hängematte ausruhen. Also das war so die Diktion, die Leute so drauf hatten, wenn sie Pressekonferenzen gehalten haben. Und das hat natürlich massiv mobilisiert. Und es ist dann auch ziemlich schnell gegangen, das erste Nulldefizit Österreichs ist im Budget 2001 erreicht worden. Massive Kürzungen. Die Privatisierungen sind halt irgendwie auf Schiene geleitet worden mit einer ÖAG-Novelle 2000, die halt explizit gesagt hat, die Österreichische Industrieaktiengesellschaft, diese Holding, ist eine Privatisierungsagentur, deren Zweck, dezidierter Zweck ist, möglichst schnell alles loszuwerden. Sie haben die Studiengebühren eingeführt, sie haben Unterrichtsstunden gekürzt. Da hat es 2001 und 2002 schon Proteste gegeben von der Lehrergewerkschaft, von den Schülern an den Unis. Sie haben Eurofighter gekauft, was die Republik bis heute beschäftigt und was schon von Tag 1 an ein Politikum war. Und genau. Also man kann auch sagen, dieser Bologna-Prozess, das Universitätsgesetz 2002, diese Verschulung des Studiums, das hat da so massiv begonnen. Solche Dinge wie Anwesenheitspflicht und ECTS und Studienpläne, die fix vorgeben, wann man welche Lehrveranstaltung absolvieren muss und wenn man das nicht macht, dann kann man irgendwie das Studium nicht abschließen. Also solche Absurditäten, ja, die heute gang und gäbe sind. Aber es war halt früher tatsächlich so, dass man sich halt irgendwie mit dem Prof ausgemacht hat, welche Lehrveranstaltungen man besucht. Also eine massive Einschränkung des ganzen Unibetriebs, wo es dann auch massive Proteste und Besetzungen gegeben hat. Das heißt, das haben sie gemacht, also dieses Budget beschlossen, überall gekürzt. Aber grundsätzlich sind sie kaum weitergekommen, irgendwie, weil sie eben permanent, jeden Tag massiv unter der Kritik einer Massenbewegung waren. Die halt vielleicht nicht jeden Tag demonstriert hat, aber es war irgendwie schon so, dass sich voll viele Leute da massive Gegner waren. Wie ist jetzt die FPÖ damit umgegangen? Und jetzt kommen wir zum nächsten Bild. Die FPÖ hat halt eben. Wie kann man das soziale Phänomen der FPÖ begreifen? Also ich würde halt sagen, die Rolle der FPÖ in den 80er Jahren war halt eine gezielte Attacke der Sozialdemokratie von der Flanke, die halt ausgenützt hat, dass die Sozialdemokratie ihre eigene Wählerschicht enttäuscht hat, die sich halt prinzipiell gegen alle Errungenschaften des Sozialstaats gestellt hat oder das, was sie als dessen Auswüchse betrachtet hat, also sie haben halt immer die Bonzen angegriffen, die Gewerkschaftsfunktionäre, die halt irgendwie die freigestellten Betriebsräte und so. Sie haben massiv Rassismus eingesetzt und irgendwie so dieses Wir gegen Sie eingesetzt und da war halt auch ein Anti-Establishment dabei. Aber der Punkt ist, dass sobald die FPÖ halt an der Macht ist, wechselt sie in ihrer Taktik massiv weg von einem rechts angehauchten Sozialpopulismus hin zu einer blanken wirtschaftsfreundlichen Sachpolitik, die halt überhaupt nichts mehr mit Populismus, überhaupt nichts mehr mit Sozial, überhaupt nichts damit mehr zu tun hat. Und das war ja in der Regierung auch wahnsinnig interessant, weil diese FPÖ-Minister, die da ins Amt gekommen sind, die hat ja kein Mensch gekannt. Das waren auch irgendwelche dahergelaufene Leute, die total überfordert waren. Also die sind teilweise nach 90 Tagen sind die schon ausgewechselt worden, weil die es einfach nicht erpackt haben. Und das waren die ärgsten Geschichten. Da hat es irgendeine Ministerin gegeben, die in ihrem
wie ein Ministerium das Tragen von Stöckelschuhen verboten hat, weil sie das Geklopfen so wahnsinnig gemacht hat und sie dann nach 90 Tagen abgetreten ist, keine Ahnung, in die Psychiatrie eingeliefert worden ist. Also keine Ahnung, die stand ja unter dem massiven Druck der Bewegung. Die ist wahrscheinlich überall, wo sie hingegangen ist und Leute getroffen hat, die keine FPÖler waren, die sie gefragt haben, was in aller Welt macht sie Arschlöcher da? Also die waren komplett unter Feuer, die sind alle eingeknickt. Und die Politik hat halt die ÖVP gemacht und das war halt irgendwie das, ja, die hat halt nichts weitergebracht, außer halt dieses Budget. Und die FPÖ kam so natürlich massiv in die Krise, weil sie hat den Leuten ja das Blaue vom Himmel versprochen und dann das Budgetdefizit. Also das hätte sich ja niemand gedacht, dass es so kommen wird. Und es haben sich in dieser Frage, hat sich halt berechtigterweise in der Freiheitlichen Partei der Zweifel aufgetan, ob dieses politische Projekt so funktioniert, wenn sie irgendwie offen demaskiert werden. Und da kann irgendwie so behaupten, dass es so zwei Flügel gegeben hat. Der eine Flügel, der gesagt hat, naja, wir müssen irgendwie ein bisschen mehr Oppositionsrolle spielen. Wir müssen halt, wenn schon das ganze Land gegen die Regierung ist und wir eine populistische Partei sind, dann müssen wir wenigstens so tun, als ob wir das ernst nehmen würden, was die Regierung sagt. Und dann hat es einen anderen Flügel gegeben, der hat gesagt, das mit der wirtschaftsliberalen Politik ist schon notwendig und das machen wir jetzt um jeden Preis. Und die haben sich im Mittelfeld dann zerstritten. Und genau, das ist halt der Punkt, wo halt diejenigen in der FPÖ, denen halt das Wohl der FPÖ mehr am Herzen gelegen ist, wahrscheinlich als das Wohl des österreichischen Kapitalismus, die Minister so weit gebracht haben, dass sie geschlossen zurückgetreten sind und Neuwahlen ausgelöst haben, die dann so ausgegangen sind. Erdrutschsieg der ÖVP. Man kann sagen, das Gegenstück zum Mauerfall in Österreich, vielleicht nicht so arg, das hat kein Mensch vorhergesehen. Wieso in aller Welt, also dass die FPÖ das die zerreißt, das war irgendwie vollkommen klar, damit haben schon alle Leute gerechnet, die hat im Mittelfelder Parteitag ihre Unfähigkeit und ihre Zerstrittenheit offen zur Schau gestellt. Aber wie ist es mit der ÖVP? Keine Ahnung, wenn man sich irgendwie die Zeitungen durchliest aus dem Jahr 2003, die Leute, die versuchen sich das zu erklären, dann sagen sie, na ja, der Schüssel hat irgendwie Führungsstärke bewiesen, er hat damals auch den Grasser von der FPÖ in die ÖVP geholt, das war irgendwie so sein Clou, wie er die FPÖ-Wähler alle zur ÖVP bringt. Und was hat die SPÖ gemacht? Die SPÖ hat wirklich gar nichts anderes gemacht, als deren politisches Programm war, seht, was ihr jetzt angerichtet habt, wir machen so weiter wie in den 90er Jahren, die Pensions, die ganzen argen Sachen, werdet ihr schon sehen, wenn die Pensionsreform wir machen und nicht die, dann wird sie viel besser und das hat halt einfach nicht gezogen. Und der Schüssel, das Einzige, was der Schüssel 2002 vor dieser Nationalratswahl geleistet hat, war zu sagen, ich habe ein politisches Programm und bin bereit, das durchzuziehen, auch wenn ich einen gesellschaftlichen Widerstand habe, während die Sozialdemokratie irgendwie kein Programm hat, außer die Politik, die die letzten 20 Jahre schon die Leute nicht befriedigt hat, die fortzuführen. Und das hat irgendwie dazu geführt, ich meine, keine Ahnung, die SPÖ hat ja eh auch gewonnen. Ja, das ist 36,5% von vorher 32, aber das war das erste Mal seit den 60er Jahren, dass die SPÖ nicht mehr stärkste Partei war. Und dann waren erstmal alle baff. Und die Regierung war fest im Sattel und hat dann mit diversen Projekten begonnen, die sie ohnehin auch schon vorhatte. Und ist dann verschiedene Dinge angegangen. Das war dann das alles. Ja, ich meine, der Schüssel hat damals auch schon ein ziemlich cooles Spiel gespielt oder ein ziemlich orges Spiel gespielt. Es war nämlich so, dass die ÖVP nach dieser Wahl Koalitionsverhandlungen geführt hat, zuerst mit der SPÖ, ewig lang, mehrere Monate lang. Sondierungsgespräche, keine Koalitionsverhandlungen. Dann mit den Grünen, mehrere Monate lang, und dann mit der FPÖ, und dann haben sie sich auf einmal geeinigt.
Das heißt, da wurde die Öffentlichkeit wieder darauf vorbereitet, naja, man will eigentlich eh, aber es geht halt irgendwie am besten mit der FPÖ, weil die verlangt nichts Inhaltliches. Und dann hast du die zweite Auflage gegeben, von Schüssel 2, politisch gefestigt. Und die geht dann halt zwei Hauptprojekte an, ziemlich schnell. Das ist die Pensionsreform, wo es im Wesentlichen darum gegangen ist, das Durchrechnungszeitraum, der die Pensionshöhe bestimmt, von 15 auf 40 Jahre zu erhöhen, also wie viele Jahre werden gerechnet, um zu bestimmen, wie viel Pension man bekommt, Abschaffen der Frühpension, soweit wie möglich, dieses Drei-Säulen-Modell öffentlich-betrieblicher, privater Vorsorge, massiv subventioniert worden, private Pensionen zu machen. Es hat zu massiven Einschnitten geführt, was auch in der ausländischen Presse, was ich gelesen habe, so kommentiert wird, dass es ein wahnsinnig ambitionierter Plan war. Aber das alles damit hätte die Sozialdemokratie prinzipiell kein Problem gehabt. Aber das Entscheidende war, bei all diesen Fragen wurde die Sozialpartnerschaft ausgeschlossen. Und wenn man sich Stellungnahmen aus dieser Zeit durchliest von Gewerkschaften und so, und da sagen sie immer, das Orge ist, dass sie die Sozialpartner nicht fragen. Ja, das ist das, was den Leuten da als erstes aufgegangen ist. Na, das ist jetzt nicht im Konsens. Wir würden ja reden, ja, wir wären ja bereit, wir sehen ja eh selber ein, dass die Pensionen zu hoch sind und dass die ÖBB privatisiert gehört oder keine Ahnung was, oder dass man das ändern muss. Aber halt nicht ohne den Sozialpartner. Sie haben es aber gemacht und 2003 gibt es dann das größte Streikjahr der österreichischen Nachkriegsgeschichte, wo über 1 Million Leute halt in die Streiks involviert waren und gestreikt hat. Ich weiß nicht, ob ich das vollständig aufziehen kann. Die Auer, aber nicht so sehr gegen die Regierung, sondern gegen, ja schon, auch die war ja staatlich. Die Fürstalpin gegen die Privatisierung. Der Postbus gegen die Privatisierung, der ÖGB gegen die Pensionsreform und die erste große Streikwelle war halt der Streik gegen die Pensionsreform. Hier könnt ihr noch lesen, warum dieser Streik geführt wurde. Als Ziel des Streiks bekräftigte F.R. Zetnitsch, ÖGB-Vorsitzender, dass die Bundesregierung ihre Vorlage zurückstellt und eine umfassende Diskussion mit den Sozialpartnern und den Parlamentsparteien führt. Bei dem Streik gehe es nicht um eine politische Frage, sondern um die Verteidigung der Einkommenssicherheit und dass die Stimmung kippen könnte und die Bevölkerung die Streiks ablehnt. Wenn sie die Auswirkungen zu spüren bekommt, glaubt er nicht und er spürt eine große Zustimmung in der Bevölkerung. Also er kämpft explizit dafür, mitverhandeln zu dürfen. Am 2. Mai. Es gab dann am 3. Mai die größte bislang Demo im stürmischen Hagel. 150.000 Leute am Ring. Eine Riesenaktion. Und keine Ahnung, wenn ihr den Workshop von Emma, Karl Marx-Seminar zu diesem Thema gehört habt, weiß ich nicht, wer von euch, ja, Jola. Dann hat er irgendwie dargelegt, dass das eine Dynamik bekommen hat, die der Gewerkschaftsbewegung über den Kopf gestiegen ist und dass sie dann auf die Bremse gestiegen ist. Und ich habe halt versucht, wie ich mich auf dieses Seminar, auf diesen Vortrag vorbereitet habe, das irgendwie in den Quellen nachzuprüfen. Was ich gefunden habe, ist, dass mehrere Teilgewerkschaften halt beschlossen haben, den Streik sich da anzuschließen und dass dann offensichtlich nach diesem Wochenende beschlossen worden ist, dass die Regierung sie eingeladen hat, nach diesem Riesenstreik teilzunehmen und dass sie ein Exit-Szenario gesucht haben und dass das ein Aktionstag im Juni war. Das heißt, sie haben am 3. Mai, muss ich mir vorstellen, eine massenfette Bewegung, verhandeln dann daraufhin das erste Mal mit der Regierung überhaupt seit deren Antreten und denken sich, bist du deppert, schon hatten wir den Erfolg.
Und wie drehen wir das jetzt ab? Und dann beschließen sie einen Aktionstag in einem Monat. Ja, also so nützen sie die Stimmung aus. Und wie dieser Aktionstag war, das seht ihr hier. Auf dem rechten Foto so ein paar Menschenkolonnen. Gibt es einen Internetartikel vom GLB, der auflistet, was am 3. Juni 2003, was da passiert ist. Mehr als 1 Million Menschen beteiligen sich. Ja? Mehr als 1 Million Leute an Streikbeteiligung. Das größte Streik der österreichischen Geschichte. Und dann was passiert? Kundgebung von ca. 2000 Banken und Versicherungsangestellten am Hof. Dann 500 Teilnehmer beim Flughafen Wien-Schwechat, 2000 Beschäftigte am Wiener Berg. Und man sieht hier, man kann das sehen, was da, wo und was alles demonstriert wurde. Und es waren nirgendwo mehr als 5000 Leute. Da sind 70.000 Gemeindebedienstete, davon 20.000 Wiener. Gut, die waren alle vereinzelt. Und dann gibt es irgendwo irgendwelche. Irgendwo steht da, also hier wird aufgelistet, wo halt überall gestreikt wird, aber niemand gemeinsam. Jeder Betrieb alleine. Also sie haben das nicht konzentriert. Und da steht auch, es ist arg, da Albus, Vollstreik von 4.30 Uhr bis 24 Uhr, also voll viele im Streik und sie haben dann irgendwo irgendwelche Amtshäuser von irgendwelchen Bezirksstädten, dass sie vom Vormittag bis zum Abend irgendwie mit Aktionen beliefert wurde, immer wie andere. Also die komplett deeskalative Taktik. Obwohl, keine Ahnung, die ärgste Aktion hat über 1 Million Streikende. Es gibt in Österreich ca. 3 bis 4 Millionen Arbeiter. Also jeder ein Drittel der Belegschaft hat gestreikt. Und was passiert nachher? Irgendwie hat das nicht so funktioniert. Am 3. Juni sagen sie, also nach dem Streik kriegt die Gewerkschaft mit, es hat offensichtlich eine Einigung der Parlamentsparteien, der Koalitionsparteien zu dieser Frage gegeben. Und dann sagt der Nürnberger dazu, uns liegen bislang nur die Regierungsvorlage vor. Die Aussagen der Regierungsmitglieder waren heute einmal hü, einmal hot. Keiner kennt sich da momentan aus. Wir müssen erst sehen, was dem Parlament in den nächsten Tagen zugeleitet wird. Also die kriegen offensichtlich mit, dass sie die Regierung komplett überrascht hat. Und die Regierung sagt dann, ÖGB wieder auf österreichischen Weg zurückgefunden. Die Entscheidung des ÖGBs auf weitere Streiks zu verzichten wurde heute am Freitag anerkennend zur Kenntnis genommen, großen Respekt dafür, dass der ÖGB-Präsident nun alleine das Parlament im Zug sei und niemand anderer, dazu gehört Größe, bla 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 bla. Ja, das heißt, die sind ja komplett ausgebotet worden. Und es hat dann noch irgendwie, wenn man sich auf der ÖGB-Homepage durchliest, was sie bei diesem Streik erreicht haben, dann sagen sie, sie haben Abmilderung der Pensionsreform erreicht, weil es halt irgendwie die Koalitionsregierung weniger arg beschlossen hat als vorher und weil sie das irgendwie dazwischen verhandelt haben, aber dann wieder komplett ausgebotet worden sind. Aber keine Ahnung, mit einem Viertel der österreichischen Belegschaft im Streik sollte man sich irgendwie schon das Ziel setzen, das Vorhaben zu kippen. Aber es war ja nicht das Ziel. Gut, wir kommen zum ÖBB-Streik, wo der Kernpunkt der Eingriff in das Dienstrecht der Eisenbahner ist. Aushebelung der Sozialpartnerschaft, also dass die Regierung und nicht die Arbeitgeber in der Eisenbahn das Dienstrecht bestimmen, ist arg. Ja. Hätte es nicht gegeben unter der Sozialpartnerschaft. Damit verbunden natürlich massive Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, Kündigungsschutz, Versetzungsschutz, Aussetzen der automatischen Vorrückungen, bla bla bla. Und es gab seit 2002, gab es da immer so Warnstreiks. Und im November gab es dann den 66-stündigen Streik, der so begonnen hat, dass am 10. November der Ministerrat beschlossen hat, dass das so jetzt durchgezogen wird, woraufhin die Gewerkschaft am 11. November einen sofortigen, unbefristeten Streik ausgesprochen hat. Sofort Solidarität vor allem der Teilgewerkschaften.
wo halt extrem viele Gewerkschaften mehr oder weniger gesagt haben, okay, passt, da streiken wir mit. Als erstes natürlich der Postbus, dessen Betriebsrat der Robert Wurm schon innerhalb des, der Gewerkschaft einer der Treiber einer aggressiven Politik war, der Regierung gegenüber, der halt irgendwie den ÖGB auf den Kongressen dazu aufgemuntert hat und so. Ist der Postbus jetzt noch verstaatlicht? Nein. Und der Robert Wurm, keine Ahnung, der hat, wenn wir später über die Rolle des Funke reden, der hat auch mit uns bin ich schneller. Okay, und die FÖS hat zum Beispiel schon beschlossen, dass sie sich am Montag dem Streik anschließt. Der Haber Zettel, der Eisenbahnerchef, merkt, dass er den Streik nicht unter Kontrolle hat. Was macht er? Er reist zum Schüssel. Der Schüssel verkündet das Ende des Streiks. Überraschender Kompromiss. Niemand hätte es vorhergesehen. Der Kompromiss lautet so: die Umstrukturierung kommt, der Eingriff in das Dienstrecht kommt nicht. Stattdessen wird es in einem Unterausschuss im Parlament noch einmal verhandelt. Im Endeffekt ist es dann genauso mehr oder weniger beschlossen worden wie zuvor. Nur halt ein halbes Monat später. Alle komplett überrascht davon, dass dieser Streik nicht weitergegangen ist. Ja. Dazu muss man jetzt noch ein bisschen was Böses über die Gewerkschaft sagen oder nicht was Böses. Über die Art und Weise, wie die Gewerkschaft da gehandelt hat. Ich würde sagen, so wie sich die Sozialpartnerschaft und die Gewerkschaft in der Sozialpartnerschaft präsentiert, erfüllt sie halt die Funktion, die Gewerkschaft gemeinsam mit den Kapitalisten das für den Standort Beste herauszuschlagen. Und wenn die Kapitalisten zu gierig werden, dann muss man ihnen halt klar machen, dass es für alle besser ist, wenn die Löhne hoch sind, weil dann ist auch die Kaufkraft hoch und dann geht es also ja allen besser. Und dazu brauchen die Gewerkschafter zwei Dinge. Die Unterstützung auf der Straße, wenn sie sie brauchen. Und andererseits brauchen sie das Pouvoir, Verhandlungen mit den Kapitalisten zu führen. Also wenn sie dann irgendwie von den Kapitalisten ein Angebot bekommen und die Gewerkschaft ist damit zufrieden, dann müssen sie das auch durchsetzen können. Also das sind so die zwei Probleme, die Gewerkschaften und Gewerkschaften haben können. Was ist, wenn es ihnen nicht gelingt, die Belegschaft zu mobilisieren? Dann können sie ihre Rolle nicht spielen, dann könnte es passieren, dass so wie der Schwarz-Blau 1 das gemacht hat, dass sie die Industriepolitik, die Wirtschaftspolitik unabhängig gestalten, dass sie deren Rolle halt komplett ausschalten, dass sie somit ihre Berechtigung verlieren. Und die andere Sorge ist, ihre Berechtigung verlieren sie halt auch dann, wenn sie die Verhandlungen nicht mehr autonom führen können. Also wenn sie dann zum Beispiel sagen, wir werden mit einer gewissen Lösung zufrieden und auf der Straße steht sich das halt anders da und die wollen dann weiter streiken, es gerät außer Kontrolle. Dann sagen irgendwann die Industriellen, naja, ich biete euch diesen oder jenen Abschluss an, aber dann streikt sie nicht mehr. Und wenn ihr dann trotzdem noch streikt, dann könnt ihr nicht seriöserweise mit der Gewerkschaft Verhandlungen führen, weil wieso mache ich Zugeständnisse, weil die dann ohnehin nicht gelten, weil die Gewerkschafter sich innerhalb der Gewerkschaft nicht durchsetzen können. Oder innerhalb der Belegschaft. Also das sind so die zwei Stühle, zwischen denen sie sitzen. Daraus ergeben sich gewisse taktische Probleme. Mehr Probleme, wenn ihnen je mehr Probleme, je mehr Gegenwind ihnen entgegengeht. Je schwieriger es ist, oder je weniger wirtschaftliche Basis es für ein gemeinsam interessensgeleitete Wirtschaftspolitik gibt. Also wie schon gesagt, in der Nachkriegszeit hat es das sehr gegeben, weil halt sehr viele Interessen der Industriellen halt mit denen der aktuellen Bewegung zusammengefallen ist, Öffnung der Hochschulen und so weiter und so fort, wo man eine großzügige Lohnpolitik machen hat können, weil wirtschaftlicher Aufschwung da war. Und je kleiner der Spielraum für sowas ist, je eher sich die Industriellen halt veranlasst sehen, gegen die, also ohne deren Mitwirken zu machen, dann müssen sie halt irgendwie versuchen, sich mithilfe der Straße
zurück an den Verhandlungstisch zu kämpfen. Dort müssen sie aber, um dort anerkannt zu werden, müssen sie halt irgendwie das Pouvoir haben, dann auch im Namen dieser Leute verhandeln zu können. Und wenn ihnen das aus, wenn das aus dem Ufer gerät, dann verlieren sie so irgendwie ihre Rolle. So, ganz kurz, das dauert nur 5 Minuten, 2 Minuten. Die politische Rolle von Schwarz-Blau heute, politisches Scheitern der Großen Koalition, ist, würde ich persönlich sagen, viel evidenter, als es in den 90er Jahren war. Also es hat halt jeder Mensch mitbekommen. Also ich glaube, dass es vor der Wahl keinen gegeben hätte, der gesagt hat, ich wünsche mir eine Fortsetzung der Regierungspolitik wie bisher. Das war irgendwie allen Leuten klar, dass das illusorisch ist, dass das irgendwie nicht funktioniert, dass keine Kernschicht irgendeiner Partei konnte sich was davon keiner Regierungspartei konnte sich davon versprechen, dass es besser geht. Dann gab es, ihr könnt sich vielleicht auch erinnern, vor dem Antritt der zweiten Kreisvorregierung, diese Frage, naja, irgendwie SPÖ und FPÖ sind hier auch nicht so fremd, sie haben nur den Burgenland, haben sie diese Regierungskoalition, das sind beides Parteien, die halt die das Soziale in den Vordergrund stellen, die halt irgendwie eine soziale Partei sein wollen, beide ein bisschen populistisch, beide ein bisschen EU-kritisch, was auch immer man da darunter verstehen soll. Und es gibt halt auch wahnsinnig viele Verknüpfungspunkte für Rot-Blau oder Blau-Rot. Und der Funke hat halt dazu gesagt, ja, ich meine, theoretisch wäre das schon möglich, aber wir sind uns ziemlich sicher, das ist nicht die bevorzugte Variante des Bürgertums. Ihnen kommt in erster Linie darauf an, dass sie halt ein politisches Projekt durchsetzen, das sie mit der Sozialdemokratie im Konsensprinzip so nicht mehr durchsetzen können. Es gibt zwar Teile der Sozialdemokratie, die sich von dem Gewerkschaftseinfluss abspalten wollen, die halt stattdessen ein politisches Bündnis mit dem Boulevard eingehen und die halt opportunistisch genug sind, dass ihnen alles andere scheißegal sind, Hauptsache sie können regieren. Aber es hätte einen gewissen Stabilitätsfaktor und dass sich die FPÖ, wenn sie in die Nähe der Regierungsmacht kommt, sich zu einer arg pro-Wirtschaftspartei wendet, die halt ihr Stammwählerschaft am ärgsten wehtut. Ja, das ist halt irgendwie die Rolle der FPÖ. So aus das Regierungsprogramm, das 1:1 aus der Feder der Industriellenvereinigung oder anderen Interessensvertretungen der Besitzenden kommt, und was wir auch haben, ist blanker Rassismus als Begleiterscheinung für den Sozialabbau und für die Kürzungen, die sie geplant haben. Ist mehr oder weniger sagt das die Regierung eher offen, zum Beispiel sagt er mit dieser Kopftuchdebatte, wo sie in den Kindergärten und in den Schulen das Tragen von Kopftüchern verbieten wollen. Und auf die Frage, wieso im Kindergarten, ist das irgendwie unsinnig, weil es ja nicht einmal der islamischen Tradition entspricht, vor der Pubertät solche Kopftücher zu tragen. Und dann die Ministerin gesagt hat, ja, das ist ja eh bewusst, aber das ist jetzt nur mal ein erster Schritt und über das nächste denken wir dann. Also sie versuchen irgendwie so Dauerkampagnen zu fahren, einer gewissen Angstmache und dann ein paar andere Dinge, die Kürzung der Arbeitslosenversicherung geht total unter, weil sich die Medien halt auf dieses Rauchergesetz gestützt haben, dass in derselben Sitzung halt irgendwie beschlossen worden ist und die Gewerkschaft halt irgendwie schlaft. Weil, ja, keine Ahnung. Weil sie glauben, es wird nicht so schlimm kommen, weil ja noch Landtagswahlen sind und die ÖVP noch irgendwie Rücksicht nehmen muss, ihr Gesicht nicht ganz offen zu zeigen. Das heißt, in Summe kann man sagen, wenn man das jetzt wieder in die gesamtwirtschaftliche Entwicklung einbettet, hatten wir 2008 bis 2010 mit dieser extrem tiefen strukturellen Krise, hatten wir immer so die Frage, kommt man je aus dieser Krise raus, wird es so eine arge Dauerkrise wie 1929, die nur durch einen Krieg zu lösen ist, wird der Euro zusammenbrechen und so weiter und so fort, wird es da explosive Tendenzen geben. Man kann irgendwie jetzt sagen, dieses Szenario hat sich nicht bewahrheitet. Was stattdessen passiert ist, ist, dass das Projekt der Abwälzung der Kosten der Krisen auf die Öffentlichkeit
also von den Privaten in die öffentlichen Haushalte über diverse Rettungspakete, dass das funktioniert hat, dass es politisch verdaut worden ist, dass es da keine nennenswerte politische Opposition gegeben hat, die sowas verhindert hat. Erstens und zweitens, dass die dass diese Staatsschuldenkrise dadurch gelöst wurde, dass sich halt in mehr oder weniger allen Ländern, allen zentralen Ländern, Regierungen gefunden haben, die unter Beweis gestellt haben, dass sie beliebigen Sozialausgaben kürzen und dass halt auch die Ansprüche der Besitzenden von Staatsschulden, dass die halt irgendwie nicht Gefahr laufen, entwertet zu werden. Und ich würde sagen, dass das die ökonomische Basis für die sogenannte Hochkonjunktur ist, die wir jetzt wieder erleben, die aber auf tönernen Füßen steht, weil es halt nicht so ist, dass neue Märkte erschlossen worden wären oder dass es halt irgendwie eine größere Massennachfrage gibt. Vielleicht in manchen Ländern der ehemaligen dritten Welt, aber ja, also keine Ahnung, meine Einschätzung wäre, dass das nächste Tief des Konjunkturzyklus wieder extrem arg wird. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Positionierung der Sozialdemokratie gegen diese Regierung total schwindlig ist. Also wenn man sich anschaut, was der Lercher, Bundesgeschäftsführer, mittlerweile der FPÖ vorwirft oder der Regierung vorwirft, dass sie halt Ausländer ins Land holen, weil sie die Mängelberufeliste ausweiten oder solche Themen, wo man sich halt echt denkt, was ist denn da los? Aber es ist definitiv so, dass früher oder später die Arbeiterinnenbewegung und Jugendbewegung zu Widerstand gezwungen werden wird, und zwar weil die Gewerkschaft weil sie das politisch nicht überlebt, nicht mehr die Rolle zu spielen, den Lebensstandard der Leute zu verteidigen. Also wenn sie da tatenlos zusehen, dann verlieren sie halt irgendwie, dann funktioniert ihr politisches Konzept nicht mehr, und diese Organisationen werden an gesellschaftlicher Bedeutungslosigkeit verlieren. Und es werden sich andere Organisationen finden oder, ja genau, das heißt natürlich nicht, dass es keinen Widerstand gibt. Also wer glauben würde, dass sich über Jahre hinweg die Arbeiterinnenbewegung oder die Leute sich den Ausverkauf ihrer politischen und ökonomischen Zukunft gefallen lassen, das ist halt eine grobe Missachtung von sozialen Dynamiken, sowas gibt es historisch gesehen üblicherweise nie. Man kann sagen, dass Schwarz-Blau 1 aufgrund der spezifischen Faktoren der Illegitimität dieser Regierung, dass die Widerstandsbewegung quasi so einen Tritt in den Arsch bekommen hat, die sich ziemlich schnell organisiert hat, diese 150.000 auf dem Heldenplatz. Das war keine gewerkschaftliche Organisation, die Gewerkschaften sind abseits gestanden, die Sozialdemokratie ist abseits gestanden, es waren hauptsächlich einzelne Teilgewerkschaften, wo sich halt radikale Leute gefunden haben, die halt gesagt haben, so, und wir nehmen das nicht hin, wie der Robert Hurm zum Beispiel, der klar gesehen hat, dass halt die Regierung die Privatisierung des Postbusses plant und damit die Zerstörung der sehr vielen sozialen Rechte der Bevölkerung, der sich halt irgendwie zum Ziel gesetzt hat und der halt wirklich bei jedem scheiß ÖGB-Kongress hingegangen ist und den Leuten gesagt hat, dass es irgendwie nicht so passieren wird, dass früher oder später findet man in der Paritätischen Kommission schon einen tragbaren Kompromiss. Also solche Leute haben es dann bewirkt, dass sich 3 Jahre später die Massenorganisationen und mit ihnen oder wesentlicher als die Massenorganisation, dass sich halt die Masse der Leute dass sie in die gesellschaftliche Auseinandersetzung eingestiegen ist. Und das ist auch was jetzt passieren wird. Ich würde halt sagen, es dauert vielleicht länger, vielleicht dauert es jetzt keine 2 bis 3 Jahre, bis sowas passiert. Wir wissen es in Wirklichkeit nicht genau. Also ich würde halt sagen, nach der Landtagswahl in Salzburg wird das Programm der Regierung offen irgendwie zu Gesicht getragen werden, dann werden die ersten Orgen Dinge passieren, dann werden sich die dann wird man halt an verschiedenen Orten der Gesellschaft den Widerstand organisieren müssen. Und dann hängt es halt von einzelnen Leuten zusammen, wie gut das funktioniert. Und das ist zum Schluss meine Aufforderung an euch alle, das mit uns gemeinsam zu machen.
Und somit ende ich ja schon.